Herzlich willkommen zur allgemeinen Information von CrossFit Vöcklabruck mit Thomas und mit CrossFit Cornwallis mit mir über die nächsten Wochen und Monate oder hoffentlich nicht Monate, was wir aufzupassen haben im Training im Outdoor-Bereich. Also, was ganz wichtig ist, ist, dass wir in den nächsten Wochen, wenn wir Outdoor-Training anbieten, beides Vöcklabruck oder wir von CrossFit Cornwallis, dass sie wirklich pünktlich erscheinen und pünktlich heißt wirklich maximal 5 Minuten vorher. Wir dürfen nicht so viele Personen auf einmal auf der Trainingsfläche haben. 5 Minuten vorher wäre sehr, sehr gut. Das Gleiche ist, dass ihr trainingsfertig im Trainingsequipment kommen müsst. Schuhe umziehen ist kein Problem, die Garderoben sind generell gesperrt, also ihr dürft euch dort an der Fläche nicht wirklich umziehen, sondern müsst trainingsfertig kommen. Was ebenso wichtig ist zu wissen, ist gerade für Frühkurse eventuell, die angeboten werden, ist, die Duschen sind ebenfalls gesperrt. WCs sind offen. Eine Abstandregel von 2 Meter ist im Training einzuhalten. Wir als Trainer schauen natürlich, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass ihr immer den Abstand habt. Aber es ist natürlich auch eine Eigenverantwortung von euch selber, dass ihr achtet darauf, dass diese 2 Meter eingehalten werden. Was erlaubt ist, was sehr gut ist, ist, dass das Equipment, das wir brauchen für das Outdoor-Training, von euch unter Anleitung des Trainers auch innerhalb der Box geholt werden dürfen. Also ihr dürft reingehen in die Box, dürft das Equipment, das der Trainer euch sagt, das ihr braucht, holen. Hier auch wieder Achtung auf die Abstandregeln. Aber ihr müsst dann gleich wieder den Raum verlassen. Ihr dürft nicht drinnen sitzen bleiben zum Beispiel. Das ist gesetzlich erlaubt. Was dann nach dem Training passiert, ist, dass ihr leider diese Community zurzeit nicht so ausleben können, wie wir wollen, sondern wir können nicht umeinander sitzen in Gruppen und dort noch das Pre-Workout, Post-Workout, Social sprechen und Fit-Aid trinken genießen, sondern wir müssen dann wirklich schauen, dass leider nach dem Training ihr sofort wieder auch das Gelände verlassen müsst. Das sind leider die Regeln, die wir haben, das sind die Regeln, die wir durchsetzen werden und ja, wir wünschen euch viel Spaß im Training, wir freuen uns schon wieder, mit euch zu trainieren. Thomas, möchtest du auch noch was sagen? Ja. Also wir werden jetzt einmal mit einigen wenigen Kursen beginnen und uns mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Es werden für die nächste Woche 8 Kurse im BoxChamp stehen und wie üblich meldet ihr euch an. Ich glaube, das gilt natürlich für CrossFit Cornwallis auch, also Anmeldepflicht über den BoxChamp wird jetzt natürlich strenger gehandhabt als bisher. Das heißt, wer keinen Platz hat in der Software, der kann auch nicht teilnehmen, weil einfach eine sehr strenge Regelung gilt für 10 Personen mit Trainer. Inklusive Trainer. Das heißt, 9 Personen werden pro Kurs zugelassen. Ja, sonst, wir freuen uns natürlich auch, dass so ein bisschen wieder losgeht, dass Trainingsequipment aus der Box holbar ist, bedeutet natürlich dann auch, dass in den nächsten Wochen, wahrscheinlich in den nächsten beiden Wochen schon ein Plan kommt hinsichtlich der Rückgabe des verliehenen Equipments, das wir dann sozusagen für die Kurse wieder brauchen werden. Also in diesem Sinne, bis sehr bald. Es kann natürlich leicht sein, dass Kurse spontan abgesagt werden, wenn das Wetter nicht dazu passt. Von mir aus nicht, aber ich will euch natürlich vom Wasser schützen. Das Equipment, sonst gibt es ein Bodyweight Workout. Also wer nicht aus Zucker besteht, kann gern kommen und mir das sagen, dass der Kurs nicht abgesagt werden soll. Für alle anderen, die gilt natürlich weiterhin ein Home Workout im Boxchamp. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir bieten weiterhin das Homeworkout an, jeden Tag oder fast jeden Tag das Homeworkout mit Videobeschreibung von uns zwei, wo wir gleich wieder loslegen für die nächsten Videos für euch und natürlich zusätzlich auch noch die Kurse. Für die CrossFit Cornwallis Member, wir versuchen wirklich, dass wir jetzt Montag bis Sonntag wieder jeweils hoffentlich 2 bis 3 Kurse anbieten, sogar 1 bis 2 Frühkurse. Also wir schauen jetzt wirklich, dass wir wieder fast voll loslegen können. Also dann, bis bald. Bis bald.